Was ist der Hukum vom Bart wachsen lassen? Das darf man es rasieren? Nein, Hukum vom Bart wachsen ist in allen vier Madhahib Pflicht. In allen vier Madhahib. Es wird heute viel erzählt, nee, ist gar nicht so. Geht zu den Büchern von den alten Gelehrten, werden alle sagen, ist Pflicht. Diese ganze Sache mit Bart abrasieren, das ist alles durch die Kolonisation gekommen. In der Kolonisation sind die ganzen islamischen Länder unterdrückt worden, unter den Herrschaft von Nichtmuslimen gekommen. Und dann hat sich auf einmal diese ganze Art und Weise ist also eingeführt worden. Ja? Das heißt aber, wenn du guckst, was hat Imam Abu Hanifa gesagt, Imam Shafi, Ahmed im Hanbal, Malik, sagen, alles ist Pflicht. Beweis dafür, ich gebe ein Hadith. Es kam ein Mann von den Majus zum Propheten, hatte einen langen Schnurrbart und hier abrasiert. Der Prophet Sallallahu sagte zu ihm, wer hat dir das befohlen? Er sagte, mein Herr, meint damit seinen König. Der Prophet Sallallahu sagte darauf, was meinen Herrn angeht, so hat er mir befohlen, den Bart wachsen zu lassen und den Schnurrbart kurz zu machen.